herzlich willkommen bei TV Schatz. Nach einer langen Bürowoche, nee Quatsch, ich möchte keine Klischees bedienen, zur Einstimmung auf das Wochenende habe ich mir gedacht, nach einem Hugo aus der Mionetto-Variante probiere ich heute mal einen Aperol bzw. einen Mionetto-Spritz. Das ist ein fertig gemischtes, weinhaltiges Cocktailgetränk, was ganz viel Ähnlichkeit mit einem Original-Aperol-Spritz hat. Wie gesagt, ist fertig gemischt. Auf der Homepage steht auch ready to drink. Also man kann so wie es ist sofort ins Glas geben und hat dann halt mal eine schnelle Erfrischung für den Feierabend. Auf Eis mit Olive oder Orangenscheibe serviert. Ja, ich habe jetzt weder Eis noch Olive noch Orangenscheibe, aber ist ja egal. Ich möchte jetzt auf jeden Fall testen, ob dieser Mionetto Spritz es mit einem Original Aperol Spritz aufnehmen kann, weil Aperol Spritz kenne ich ganz gut, die muss ich ganz oft machen und deswegen natürlich rein dienstlich. Behaupte ich mal, kann ich das ganz gut beurteilen. Dieser Mionetto Spritz hat 8% oder 8 Volumenprozent Alkohol und wird vertrieben von der Henkel Gruppe. Ist halt so eine Eigenmarke von denen, diese Mionetto Marke, und aus dieser Il-Marke kommt eben der Aperol bzw. der Spritz und der Hugo, den ich ja im letzten Video getestet habe. Jetzt will ich aber gar nicht lang rumreden. Mach den jetzt mal auf. Das geht jetzt gar nicht. So. So. Yep. Ja, wenn man sich die Farbe so ansieht, kommt es einen gemixten Aperol oder schon ziemlich nahe. Also der, man darf den jetzt nicht mit dem Produkt aus der Flasche verwechseln, sondern in ein Aperol kommt ja immer noch Prosecco und ein Wasseranteil. Also von der Farbe würde ich sagen, das ist okay. Vom Geruch her ist er etwas dezenter als ein Original-Aperol. Also wenn man ein Original-Aperol im Glas hat, dann riecht man ganz stark eben diese diese Orangennote, diese Bitterorangennote. Und das ist hier ein bisschen dezenter ausgeprägt. Aber ich werde ihn jetzt mal testen. Vom Geschmack her muss ich allerdings sagen, ist wenig Unterschied festzustellen. Ich würde auch sagen, dieser hier ist etwas fruchtiger, vielleicht auch ein bisschen süßer als ein Aperol. Zumindest im Geschmack. Ob er mehr Zucker hat, weiß ich jetzt nicht. Der hat zwischen 75 und 85 Gramm Restzucker. Aber so ein bisschen wer diese Bitternote aus der Orange oder vom Aperol kennt, der wird hier ein bisschen enttäuscht sein, weil der doch etwas spritziger daherkommt und auch etwas fruchtbetonter. Ja, aber nichtsdestotrotz, man muss nicht immer so eine ganze Flasche daheim haben und da ist doch so eine kleine praktische, fertig abverpackte Flasche, ganz praktisch. Man kann es einfach eingießen und sich einen schönen Abend machen. Probiert es doch einfach selber mal aus und dann würde ich mich über ein Feedback freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.